Ja gut, Leute, dann wecken wir das Relaxo endlich mal auf. An der Stelle, es ist keine Pokeflöte, die ich kaufen kann, sondern ich muss das mit dem Radiomodul machen. Und wenn man sich hier irgendwo rumbewegt, dann müsste es da wohl eine Pokeflöte geben. Hier ist sie. Leute, ich wusste das nicht. Also man muss keine Pokeflöte haben, man hat die tatsächlich. Relaxes Augen springen plötzlich auf, es ist wach. Alles klar, ey. Danke an der Stelle mal wieder an die Kommentare. Relaxo Level 50. Okay, der ist krass. Ja, ich würde sagen, wir probieren den natürlich zu fangen. Wobei, es wird ein bisschen schwierig. Was kann denn der alles? Bei Level 50 hat er sicher Hyperstrahl und so einige Sachen drauf. Und natürlich Erholung wahrscheinlich auch wieder. Ich würde sagen, einmal sicherheitsweise in die Höhe fliegen. Mal schauen, was er einsetzt. Knirscher. Das kann er auch, okay. Und ich treffe natürlich nicht. Geil! Und der Walzer. Okay, das heißt, ich glaube, ich kann schon X-Bad auswechseln lassen, weil das wird nichts. Das tut maximal weh. So, wer hat gegen Gestein am ersten Erfolg? Eigentlich Garados oder Scaraborn? Allgemein, bei Scaraborn habe ich natürlich das Glück, weil der Kampf ist. Ich würde sagen, wir machen das ganz schnell. Die Frage ist, ist das das einzige Relaxo eigentlich im Spiel? Wahrscheinlich schon. Ich weiß, er ist nicht geplant im Team, weil hatte ich schon eine Feuerrot. Ein zweites Mal muss nicht gleich direkt hintereinander sein. Hatte ich ja ursprünglich auch die Theorie, man hätte ja auch zum Beispiel Yugong. Wollte ich ja ursprünglich auch gleich mal aufnehmen. Habe ich dann auch gelassen. Wiederholungen sind nicht so cool. So, und der Durchbruch, der natzt ihn fast komplett. Okay, zum Glück setzt er nur Walzer ein, weil das heißt... Oh, eine Beere auch noch. Das könnte der Untergang aber auch von Ding sein. Von Scaraborn. Das könnte schief gehen. Stimmt, ich hätte Flottball einsetzen können. Für was habe ich die Dinger gekauft? Gut, ich hoffe einfach mal. Walzer müsste jeden Augenblick vorbei sein. Das wäre, glaube ich, 5 Runden oder so. Okay, ich glaube, nicht mehr nötig. Nice, Relaxo gefangen. Goodies, an der Stelle natürlich. Willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Hard Gold, habe ich vergessen zu sagen. Ja, also man hätte schon die ganze Zeit darüber können Richtung Vertania City. Jetzt haben wir es halt so gemacht. Ich werde kurz mal die Dicta-Höhle zeigen, also mal schauen, ob ich da überhaupt weiterkomme oder ob das einfach nur für die Höhle ist. Das wäre jetzt krass. Auf einmal kommst du da gar nicht weiter. Da ist plötzlich eine ganze Herde von Dicta aus dem Boden gesprungen. Mann, das wäre vielleicht ein Schock. Schauen wir mal. Vor allem, welches Level haben die überhaupt? 13. Ich hatte es mir schon gedacht, dass die nicht höher sein werden. Ne? Ja, das ist belastend. Aber was willst du tun? Gut, das heißt, ich setze gleich mal einen Schutz an. Und mein Ton war mal wieder zu leise, habe ich gerade gesehen. Ja, ja, ich vergesse das gerne mal. So, wo haben wir den Schutz? Hier ist er, 20 Stück. Ich glaube, mit einem geht es sich nicht ganz aus. Im zweiten werden wir sie wohl einsetzen müssen. Oh, lol. Das sind Items auch am Weg und eine Brücke. Warte mal, was ist das da bitte für eine Höhle? Das ist jetzt wirklich interessant. Oder soll das... Lol, könnte das der Durchgang vielleicht sein? Das wäre auch eine Idee. So, hier Zerschneider einsetzbar. Hier ist noch dieses eine Haus. Da war glaube ich, dann ursprünglich der Assistent von dem Professor zu treffen. Der einem die VM Blitz gegeben hat. Und ansonsten, irgendwo müsste dann wieder Ende sein, da kann ich dann runterspringen und das war's. Genau, hier ist ein Durchgang. Hier ist sogar der Assistent. Bist du ein Mado, Professor? Ich warte in seinem Labor in Alabastia auf dich. Ja, genau. Er wollte, dass ich dir das hier gebe, wenn ich dir irgendwo begegne. Ich habe es für dich aufbewahrt. Zauberasche. Was ist das? Die Zauberasche ist ein wirklich sagenhaftes Item, das deine Pokémon heilt, wenn sie gerade K.O. sind. Was? Digga, das ist ja richtig OP.
Das heißt, wichtige Pokémon kann ich damit ja sofort wieder verwerten. In den Kampf. Das ist krass. So, hier ist dann Ende. Ich kann überall mit Zerschneider weiter. Ich gehe kurz nochmal in die andere Richtung, da war auch noch was. An der Stelle, Leute, ich werde jetzt noch nicht Richtung Vertania City gehen. Wir gehen gleich wieder zurück nach Fuxania. Weil ich möchte vorher die Route wirklich einmal abschließen. Das heißt, Marmoria City wird wirklich mein letzter Punkt sein. So, wer bist du? Nun siehst sich einer das an. Ich hatte schon so lange keinen Besuch mehr. Das macht mich überglücklich. Du siehst wie ein cleveres Kind aus. Hier, das ist ein Geschenk für dich. Ein Nugget ist es dieses Mal. Das ist ein Nugget. Ich kann dir keine weisen Ratschläge mitgeben. Das hier muss ausreichen. Wie gesagt, ursprünglich müsste man von dem Kerl Ding bekommen. Blitz. So, und hier haben wir einmal Carbon. Ja, und hier sehen wir eine Sackgasse. Okay, Leute, aber was der eine Gang da drinnen sollte, oder diese drei Gänge, keine Ahnung, also, werde ich noch irgendwann herausfinden. Gut, und damit gehen wir unserem eigentlichen Plan weiter, genau diese Route hier vervollständigen. Und hier schon der erste Doppelkampf, der auf mich wartet. Okay, ich bin gespannt, ob das wieder so lange hier alles dauert, denn da waren ja schon einige Trainer eben auf dem Weg. Nur ich glaube, die werden mindestens genauso stark sein wie die anderen und dann sind wir da schnell durch. Also, ja, es geht deutlich schneller, als es halt in der Kanto-Region ursprünglich mal ging. Zora und Finn. Mit Kadabra und Enton. Warte, okay, Kadabra ist blöd für X-Mats. Ja gut, Kadabra ist dafür aber auch nur in Anführungszeichen Level 41. Den kriege ich eigentlich hin. Stimmt, ich habe die Ampelleuchte. Das nutze ich gleich mal aus. Ich glaube, Enton könnte überleben. Da wird ein Luftschild nicht reicher. Ne, leider nicht. Das Kadabra ist auf alle Fälle down. Ciao, ciao. Was hatten die nur eines? Die werden sicher mehr haben. Kurzer Blick mal. Wobei, nee, sie setzen gar nichts Neues an. Okay, hatten wirklich nur eines. Könnte sein, dass da noch ein Kadabra gleich kommt. Nee, tatsächlich nicht. Ist das Einzige. Gut, und sollte das... Achso, warte mal. Ach, ich vergesse das hier jetzt, weil das Ladungsstoß alles trifft. Ja, das war der Nachteil, weil ich den Donnerschlag verlernt habe. Ladungsstoß haut immer alles raus, was geht. Und da sind Pokémon wie X-Bat und auch Gyarados ganz schnell ein Problem. Deswegen Ampharos ist mit seinen Elektro-Attacken nicht wirklich gut in Teamkämpfen. Weil die Hälfte vom Team nutzt da gefühlt. Mit seiner Attacke. Ich meine, er ist auch Level 56. Das hier ist eine tolle Gelegenheit, Telefonnummern auszutauschen. Will ich das wirklich? Ja, ist mir egal. Komm, gönnt euch. Vor allem ruf uns dann an. Als ob die wirklich eine gemeinsame Nummer haben. What's going on? Scheint wirklich so. So, Mutter ruft auch mal wieder an. Das heißt, nächstes Item, nächste Bären. Ich müsste mir mal die Liste durchlesen, was da für mögliche Items sind. Aber ich glaube, wir haben alles bekommen, was geht, bezüglich was nicht Bären ist. Ich glaube, ich werde mal gucken, was die beim Verkaufen so sind. Hat der gerade Pikachu-Team gesagt? Nein, bitte nicht. Der spielt mit 6-mal Pikachu oder was? Dafür alle Level 32. Lame. Könnte ich einen Disrespekt raushauen. Spiele ich jetzt mit Gyarados. Wobei, nee, übertreiben tun wir es nicht, weil das wird wahrscheinlich schief gehen sogar. Ach so, scheiße, Flug ist ja... Nicht sehr effektiv. Ein Doppelteam kommt auch noch. Ja, egal. Das hatte ich befürchtet. Okay, ich setze, glaube ich, doch nochmal auf eine Flugattacke, aber auf eine ganz andere. Einen Augenblick, aber ich brauche irgendwas, was garantiert trifft. Das Pikachu wird jetzt sicher nochmal Doppelteam einsetzen. Oder? Ja. Du kannst mich mal. Das lasse ich nicht zu. Schon krass, ein Doppelteam kann da schon so viel ändern, aber Eros wäre ich da nicht aus. Aber sowas von safe nicht.
So, wer braucht dringend Level? Oder wen könnte ich leveln? Ja, Garados am ersten. Ja, super. Nee, das will ich. Aber, okay, wir müssen es aber auch nicht übertreiben unbedingt. Weil, no joke, das könnte doch schief gehen. Eine Vielfachschwäche nutzen die Gegner, glaube ich, aus. So, was macht Zertrümmerer? Auch schon Ewigkeiten nicht mehr verwendet. Okay, es killt auf alle Fälle. Wobei, er war jetzt ein Volltreffer. Werde ich beim nächsten Mal überprüfen. Wenn es da auch killt ohne Volltreffer, dann ja. Machen wir es zu, Alter. Dann können wir die anderen einsparen. Und vor allem, Scaraborn auch gleich wieder Level up. Außerdem, ich brüte in meinem Hirn gerade eine richtig krasse Idee aus. Was Relaxo angeht. Der kann ja, soweit ich weiß, Surfer. Wenn mich nicht alles täuscht. Kaskade glaube ich nicht. Whirlpool könnte der vielleicht aber, glaube ich, auch sogar lernen. Aber bei Surfer bin ich mir eigentlich sicher. Kraxler werden wir dann später gucken, aber... Nein, der hat Statik gehabt. Aber rein angenommen, der kann alle Wasserattacken erlernen. Das wäre schon krass. Vor allem, ich brauche ja erstmal gar nicht Kaskade und sowas. Und Whirlpool. Das heißt, rein theoretisch könnte ich ja vorerst mal auch Relaxo ins Team holen. Würde funktionieren. Warum darf der... Ach so, stimmt. Der Paralyse senkt die Initiative. Um auf ein Viertel des Ausgangswertes, also auf sehr weit unten, ne? Hast dann keine Chance mehr. Und nochmal Pikachu. So, und dann haben wir schon. Offenlegung. Ich dachte gerade, es setzt wieder Doppelteam ein, deswegen bin ich jetzt auf Aero ausgeschwenkt. Ich will nicht, dass mich der trifft. Weil bei dem geht es sich sogar aus. Ja, Expert, bitte eine Erklärung. Warum geht sich bei ihm das Aeroass aus, was sogar schwächer ist als der Luftschnitt? Hm? Ja, ja, Expert, ich weiß. Große, große Probleme. Na gut. Was haben wir da oben? Einfach nur ein Pokémon-Feld. Gut, das lasse ich links liegen, ne? Vielleicht tauchen spezielle Pokémon auf, aber vielleicht auch nichts wirklich Interessantes. Da unten ist sowas. Warte, waren da nicht immer Items? Nee, das wäre mir aufgefallen, da ist nichts. Da oben ist noch ein Trainer, da ist noch einer. Hier ist eine Sackgasse. Genau deswegen hasse ich dieses Zaunlabyrinth. Wer auch immer das aufgestellt hat, vor allem aus welchem Grund auch immer, warum tut ihr das? Das ist einfach nur ätzend. Mogelbaum. Also irgendwie werden die jetzt immer schwächer. Nein, verdammt, ich habe nicht getroffen. Ja, oh Gott, nee, jetzt krieg ich Felsgrab ab. Gut, das zieht eh nicht viel ab. Initiative sinkt aber trotzdem. Komm, bitte triff mit dem scheiß Luftschnitt. Danke. Geht sich hier nicht aus. Ich weiß nicht, ich bin gerade zu voll zum Wechseln. Ich will gerade Expert leveln, deswegen. Ja. Der braucht das Training nämlich. Ah, er ist zurückgeschreckt. Okay, gut. Ich sag schon nichts mehr. Geiler Scheiß. Gut, ein Teil der KP auch wieder hergestellt, die er gerade verloren hat. Durch die Attacke. Und es war tatsächlich das Einzige, was er hatte. Hä? Warum wird das jetzt bei Fuchsian City rechts wieder schwächer? Ne, mit dir tausche ich nichts, weil das ist halt schwach. Sorry, das war mir zu schwach. Verneige dich von meiner harten Pokémon, sagt er. Ja gut, wenn sie stark sind, dann okay. Das ist mir so ein Poké-Fan. Nidoking. Okay, das ist wenigstens ein bisschen... Ich verneige mich auf alle Fälle.
Boah, warte mal, habe ich den nicht ab dem Level irgendwann mal entwickelt zu Nidoking auch, mein, den ich im Team hatte? Mir setzt einfach Giftstachel ein. I don't know, aber das ist gerade echt krass. Dann haben wir gerade jetzt den Trollololo-Finger gezeigt. Oder den Finger, das Trollololo-Gesicht. Okay, Lashoking kommt noch. Gut, da muss ich jetzt eher wechseln. Wegen dem Psychotyp, ne? Warte mal, Lashoking war Wasser auch. Das ist blöd. Ja, dann macht das kurz bei Psyana für mich. Alter, das hat mir gerade den Rest gegeben. Vor allem, das wäre auch, glaube ich, egal gewesen, ob ich da X-Bar drin lasse. Der hätte eh nicht viel ausgerichtet. Unglaublich. 1000 IP bringt aber trotzdem. Carpator zum Schluss noch, what the fuck? Das ist Level 65! Digga, was ist das bitte? Wie lang muss der dafür gearbeitet haben? 65er Carpator, ich pack's nicht. Also damit hat er mich jetzt gerade echt bekommen. Von dem hätte ich jetzt gern die Nummer gehabt, weil den Kampf hätte ich mir gern nochmal gegönnt. Ja, scheiße, wieder Sackgasse. Ich glaube, links oben ist dann auch noch einer. Okay, wieder ein einziges. Flurmel. Die erste Entwicklung von Krakelo. Und von mir ist das andere Cravallo, glaube ich. Wäre dann die letzte Entwicklung an der Stelle. Ist natürlich auch wieder One-Hit. Okay, also das ist schon ein bisschen erbärmlich. Die Route. Also ich werde heute auf alle Fälle noch die Schritte zur Seeschauminsel machen. Das habe ich vor. Und dann, ja, können wir eh vergessen. Aber ich glaube, besser wird sie nicht mehr. Also die drei Arenen, die sind noch wichtig. Die lässt mich da wieder nicht durch. Verdammt, ich muss sogar nach oben. Schauen wir mal. Ich glaube, da war immer einer. Ja, der da. Und da unten ist sogar noch einer. Also an der Stelle, wenn man keinen Zwischenstopp irgendwo in der Stadt macht und wirklich von Lavandier runtergeht bis nach Fuxania City, den ganzen Weg. Weil halt normalerweise geht ja jeder immer zuerst zu dem zu der Stelle, wo ursprünglich mal ein Relaxo lag. Nämlich bei dem Steg. Da ist dann, da hast du dann schon eine ordentlich lange Geschichte vor dir, vor allem weil die da vom Level teilweise auch gleich sind, beziehungsweise höher. Kann ich mich noch gut erinnern. Also sind in Feuerroten mit die AP sehr knapp geworden. Aber wir saßen seinen einen durch. Weil wir auch nie mehr sein Attackegefühl brauchen. So, du fehlst noch. Der hat wenigstens wieder mal 3, Santama. Und mal wieder Level 27. Ich frage mich echt, wie sich das rechnet. Also ich gehe gerade den Kopf durch. Wie haben die Entwickler ursprünglich den Weg geplant? Also, den man halt gehen soll. Weil da sind die Schwächer. Also gehen die wirklich davon aus, dass du von Prismania City direkt den Radweg nimmst oder direkt nach Lavandia gehst und dann da runter saust? Was heißt das? Macht dann keine. Oder zumindest, nee, einen Radweg runter. Dann dort die Janina schlagen, dann wieder hoch nach Lavandia oder was haben die bitte für eine Route im Kopf gehabt? Also irgendwas komplett grobes, unterschiedliches. Na gut. Wollen wir da nicht mehr irgendeine Sorge machen, weil Robustheit haben die hier gar nicht. Hatte ich schon überhaupt jemals jetzt eins gesehen mit Robustheit? Ich glaube gar nicht, ne. Und ein Geowatz kommt auch noch.
Einmal mit der Level 33. Wird auch wieder leuchtet Beutes an. Und dafür aber viele Level bringen. Und die Gyarados braucht das eh dringend. Ja, die anderen gehen jetzt schon auf 54, während er noch ganz unten bei 52 steckt vom Level. Ich möchte immer noch ein bisschen absichern. Also ich glaube 60 kriegen wir nicht hin bis Ende der letzten Arena. Und der will meine Nummer haben. Forget it. Und der ruft meine Mutter wieder an. Hä? Hey, gibt es da irgendwie eine vermehrte Wahrscheinlichkeit, sobald du Champ bist? Weil seitdem ruft die ja wirklich häufig an. Ich glaube noch immer, dass das irgendwie vielleicht so ein Prozentsatz ist. Warte, das ist noch eine Route. Lol, da kam ja noch was. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamerakotz Wigbert. Achso, das ist der Fotograf. Gut, mein Erinnerungsfoto mit dem vollen Team hatte ich ja schon, aber da kommen noch mehr Trainer. Nee, ich will nicht. Ich habe mich gerade nur verdrückt. Bitte ignorieren. Tatsächlich, da kommt noch mehr. Ja, stimmt. Nach dem Zaun-Ding kam da so eine ganz lange Route Richtung eben noch Fuxane City. So eine Gerade. Die fehlt noch. Warum? Aber hier werden sie jetzt wieder stärker. Boah, also bei dem Gebiet ist echt die Verwirrung verwirrt. Agilität auch noch, ich glaube, das bringt ihm nicht mehr was. X-Band ist nämlich so deutlich schneller. Okay, vielleicht doch nicht. Ich hatte gehofft, dass es sich ausgeht. Aber die EP nehme ich trotzdem gerne mit. So, ich würde sagen, jetzt mache ich wieder einen Teamwechsel, weil der Luftschirm ist mittlerweile schon doch ein bisschen erschöpft. Echt, come on, ey. Immer die mit den Nummern. An der Stelle hat er gerade gefragt, was willst du sagen, dass ich mickrig bin? Ehrlich gesagt schon. Das hat aber wieder keine Herausforderung. Ja gut, ich probiere mal mit Tornupto. Oder nee, komm, mach mal Gyarados. Der hat genug Möglichkeiten zu attackieren. Und solange jetzt nicht laufend irgendwas mit Elektro kommt, passt das. Also weh, du setzt jetzt gleich direkt ein Elektro-Pokémon ein, da bin ich aber echt sollte. Der setzt, glaube ich, wirklich eins ein, oder? Naja, Anton. Ich sehe nämlich immer nur das Kind mit dem Pikachu-Kostüm auf dem Sitzen, deswegen, ich denke immer so, da kommt jetzt gleich ein Pikachu. Da geht mir kurz immer die Pumpe. So, Wasser gegen Wasser. Können wir haben. Test wieder 42. Also jetzt gehen die Level wieder nach oben. Oh? Kreideschrei. Er will mich also schwächen. Bringt mir nicht relativ wenig, denn Anton war das Einzige, was er hatte. Aber ich glaube, wir bewegen uns in den Level jetzt weiterhin zwischen 30 und 40. Und wenn die 1 haben, ja, ist halt immer höher. So wie immer halt. An der Stelle, ich versuche schon die ganze Zeit nicht über Palworld zu reden, was ich zuletzt im Stream gemacht habe. Da rechts ist Suicune. Okay, ich gehe gleich kurz nochmal nach oben. Was es auch immer mit dem schon wieder auf hat. Also das wird gleich wieder wegflitzen. Dieser Sam, scheiße. Wobei, nee, nicht scheiße. Gyarados hat ja Lawine. Sprich, Nachteil zum Vorteil umdrehen. Warum kann dieser Sam Risikotackle? Bringt aber nichts. Hat ihm, glaube ich, mehr selbst geschadet als mir. So, das Ding ist weg. Weil wenn er schon schneller ist, wäre ich gleich auf Pflanze gegangen. Wobei, ich glaube, das ist sogar ausgehoben wegen dem Flugtypen. Shiggy, da muss ich leider jetzt wieder wechseln. Oh, ja, Ampharos halt. Ach Leute, setzt die drei Starter ein von Kanto. Bisasam, Shiggy, da wird danach dann noch ein Ding kommen, Glumanda. Sind zwar gut trainiert, aber... Könnten schon die drei größten sein, ihr wisst schon. Visaflor,
Turtok und Glurak. Er setzt aber lieber auf kleine Sachen. Soll mir recht sein. Tatsächlich. Wobei, ich bin ehrlich, das andere wäre mir lieber. Mit Glurak, weil die bringen, glaube ich, dann. Die hätten deutlich mehr Level gebracht. Vor allem, wie lustig ist es eigentlich? Wie gesagt, ich habe jetzt letztens Palworld gestreamt. Das erste Mal. War zwar noch ein bisschen orientierungslos, aber ich muss sagen, es ist einfach grandios, wenn ich nebenbei ein Pokémon-Projekt laufen habe und zeitgleich Palworld spiele. Das ist schon ein bisschen. Ach komm, jetzt ruft die schon wieder an. Das ist schon irgendwie so ein bisschen eigener Humor. Ich warte ab, bis das Game irgendwann mal vielleicht doch eine Zeit lang nicht mehr verfügbar ist, weil Nintendo sagt, nee. So, damals Rückhorn. Und es saust wieder davon. Da bist du, Animado. Aber diesmal schaffe ich es wirklich. Ich bin den ganzen Weg bis hierher gereist und weiß nun wieder etwas genauer, wo Sykun hin will. Eigentlich würde ich mein Wissen ja für mich behalten, aber vor Sykun will ich ganz offen sein. Daher will ich dir einen kleinen Hinweis geben. Sykun bevorzugt nördliche Ufer und luftige Höhen. Dort soll man diesem Pokémon angeblich begegnen können. Wo genau das sein soll, weiß ich selbst auch noch nicht. Es wird also ein Wettlauf zwischen uns beiden, wer es zuerst herausfindet. Warte mal. Das kann eigentlich nur der Cup da oben sein, von wo ich war, wo wir Misty getroffen haben. Da wäre es möglich, dass das auftaucht. Ansonsten... Ja, gibt's eigentlich nicht viel mehr. Der Cup da oben. That's it. Oder muss es unbedingt in Kanto sein? Dann wird es natürlich noch. Also Azure-Höhle wird auch gehen, das ist auch. Aber luftige Höhlen? Könnte vielleicht auch die Safari-Zone sein von Johto. Die ist auch eher nördlicher dann schon. Da gibt es sicher einen Wasserbereich und das ist halt hoch oben. Also ich gehe nicht davon aus, dass er den Hohoturm meint. Dann gleich direkt zwei dort wäre krass. Im Norden. Wobei, oder der Silberberg. Das kann auch sein, dass da irgendwas mit Wasser ist. Oder irgendwas mit einem Ufer. Aber am ersten kommt für mich tatsächlich der Cup in Betracht. Das heißt nochmal Azure City dann später. Aber das wird sogar auf dem Weg liegen, weil nachdem wir den letzten Arena-Orden haben, werde ich noch die Route fertig machen bis nach Azure City und dann schaue ich halt da oben nochmal vorbei. Falls ich es treffen sollte, dann machen wir gleich einen Legekampf. Ja, das mit dem Legefangen, das wird noch lustig werden. Weil ich befürchte, man hat ja gesehen, dass sich Entei und Raikou auch immer da rumbewegen. Ich hoffe es zwar nicht, aber wenn es der Fall sein sollte, dass die wirklich so spielen wie Vesprit aus der Sinnoh-Region, dann wird es kritisch. Okay, die Route hat sich da aufgeteilt. Oh Gott, das sind viele Trainer. Gut, Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Das wird sonst ein bisschen zu krass und springen auf den Rahmen. Könnt hier abkürzen, aber das werde ich, wenn dann nur bezüglich Items. Aber ja, da kommen noch ein paar Trainer, Leute. Vor allem hier stehen gleich 4 in der Zahl, sehe ich da oben. Ja, das könnte schon ein bisschen dauern. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.